Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede und die Freude vom auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Wie Ostern und Weihnachten zusammen, so liebe Schwestern und Brüder, habe ich letzte Woche in einer großen deutschen Tageszeitung gelesen, im Blick auf die Wiedereröffnung der Gottesdienste hier bei uns in unserem Land in der Corona-Krise. Wie Ostern und Weihnachten zusammen. Viele von uns spüren die Freude, dass wir jetzt endlich wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wir alle wissen und spüren, was wir vermisst haben. Die gute Gemeinschaft, das gemeinsame Gebet, die Begegnung mit Christus in seinem Wort und seinem Sakrament. All das war leider nicht möglich. Und heute beginnen wir wieder miteinander diesen gemeinsamen Weg. Zeichen der Hoffnung, dass sich manches auch zum Guten wenden wird. Wir feiern euch als die am 5. Sonntag in der Osterzeit. Und ich freue mich, dass wir jetzt am Beginn dieses Gottesdienstes zuerst auch die Stimmen unserer Chorknaben gehört haben. Sicherlich kein Zufall, weil sie einfach zu uns dazugehören, eine so wertvolle Gruppe unserer Kirchengemeinde sind. Und so freue ich mich, dass drei Choristen und Herr Striegel heute diesen Gottesdienst mit uns feiern und musikalisch gestalten. Ebenso freue ich mich aber auch, dass sie diesen ersten gemeinsamen Gottesdienst auch in ökumenischer Verbundenheit feiern. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Pfarrer Heinzelmann zu meiner Linken. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute zum ersten Mal vorstellen zu dürfen, unseren neuen Dekan, Herrn Matthias Krack, der ebenfalls mit uns feiert. Uns war es ein wichtiges Anliegen, dies heute gemeinsam zu tun. Lieber Herr Dekan Krack, herzlich willkommen in der katholischen Gemeinde hier in Biberach. Schön, dass Sie da sind. Jesus Christus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie wahr diese Worte Jesus sind. Er ist für uns Weg, Wahrheit und Leben. Diesem Vertrauen, in diesem Glauben feiern wir miteinander diesen Gottesdienst. Und wir heißen den Auferstandenen in unserer Mitte willkommen. Wir rufen ihn an im Kyrie um sein Erbarmen. Erbarme sich unser, der auferstandene Herr. Er nehme von uns alle Angst, all das, was uns belastet. Und er führe auch uns einst zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben
und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und leben schafft in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Wort des lebendigen Gottes. Sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen,
damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, die Wiederaufnahme der Gottesdienste haben wir uns, Pfarrer Ruf und ich, vor 7 Wochen vielleicht etwas naiv ganz anders vorgestellt. Wir dachten, wir fangen an mit Pauken und Trompeten, mit Gemeindegesang und Orchesterklang und Chören und freuen uns, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Nun ist aber doch Abstand das Gebot der Stunde. Und das wird uns vermutlich noch relativ lange begleiten, ob wir wollen oder nicht, und unser Leben bestimmen und unseren Umgang miteinander prägen. Wie lange noch, fragen wir, so wie Thomas im Evangelium? Wir wissen es nicht. Das ist die Antwort. Wir wissen es nicht, wie es weitergeht, so wie Thomas es gerne gewusst hätte und von Jesus gefragt hat. Wir wissen nicht, wie lange noch. Wir wissen nicht, wie sehr uns diese Virusepidemie noch beschäftigen wird. Die 1,50 Meter haben wir jedenfalls inzwischen verinnerlicht. In manchen bringt es auch eine Entlastung. Das Gedränge ist etwas weniger bedrängend, wenn wir einkaufen oder über den Markt gehen. Aber wir spüren auch, wie uns etwas fehlt. Nicht einmal unseren neuen Dekan konnten wir per Handschlag begrüßen und willkommen heißen, sondern aus der Distanz winken wir einander zu. Uns fehlt die freundschaftliche Umarmung und die ungezwungene Geselligkeit. Das spüren wir je länger, je mehr. Bei der Lektüre des Evangeliums, das wir vorhin auch gehört haben, ist mir aufgefallen, dass speziell im Johannesevangelium Jesus als einer erscheint, der immer in einem gewissen Abstand auch zu seinen Jüngern ist. Das ist das Kennzeichen des Johannesevangeliums.
dass Jesus viel geheimnisvoller dargestellt wird als in den anderen Evangelien. Er redet von seiner Rückkehr zum Vater und von seiner Wiederkunft. Und wir haben gehört, wie unverständig die Jünger darauf reagieren. Thomas, der sagt, woher sollen denn wir wissen, wohin du gehst? Du sprichst zu uns in Rätseln. Philippus, der geradezu fordernd gegenüber Jesus sagt, zeige uns doch den Vater, damit wir ihn einmal sehen. Wir wissen nicht, wir verstehen nicht, welchen Weg du gehst, für welche Wahrheit du einstehst und welches Leben du uns versprochen hast. Auch die Jünger möchten wissen, wie geht es weiter? In der Situation, wo Jesus anfängt von seinem Abschied, von seinem Tod und von seiner Wiederkehr zu reden. Und wenn wir uns jetzt in der Osterzeit daran erinnern, wie die Evangelien davon erzählen, dass der Auferstandene den Jüngern wieder begegnet ist, auch da fällt uns auf, wie distanziert, wie abständig diese Erzählungen sind. Wenn Sie sich erinnern, im Lukas-Evangelium die Emmaus-Geschichte, da gehen sie einen langen Weg nebeneinander her, ohne sich zu erkennen. Oder am schönsten im Johannesevangelium eben wieder bei Johannes die Begegnung mit Maria Magdalena. Diese seltsame Verwechslung, bist du der Gärtner? Sag mir, wo haben sie ihn hingelegt? Und als sie ihn erkennt, möchte sie ihn umfassen, sie möchte ihn begreifen, sie möchte ihn berühren. Und Jesus sagt, rühr mich nicht an, halt mich nicht fest. Das bringt mich, weil ich ein großer Freund der Botanik bin, auf eine Blume, die vielleicht so etwas wie die Covid-19-Blume werden könnte, nämlich das Springkraut. Sie kennen es vermutlich vom Spazierengehen. Diese gelben Blüten, die man im Wald findet oder an feuchten Auen, eine Pflanze, die, wenn man die Fruchtkapsel berührt, springt. Also die platzt dann auf. Und deswegen trägt sie im Lateinischen den schönen Namen Noli me tangere. Also die Worte, die in der lateinischen Bibelübersetzung Jesus zu Maria Magdalena sagt. Rühr mich nicht an. Die Rühr mich nicht an Blume, die es inzwischen auch in der rosaroten asiatischen Form bei uns gibt und die ganzen Wälder und Auen erobert. Das sind die Springkräuter. Die Familie heißt Impatiens auf Lateinisch. Das heißt ungeduldig. Bei dieser Pflanze darf man nicht ungeduldig sein und sie berühren wollen, sonst springt die Springkapsel auf und die Samen schleudern sich 5 bis 8 Meter weit in die Umgebung. Das sind wahre Überlebenskünstler, diese Springkräuter. Abstand halten vom Springkraut. Nicht ungeduldig sein. Wenn ich das Evangelium recht gelesen habe, empfiehlt das auch Jesus seinen Jüngern. Er sagt, seid nicht so ungeduldig. Vertraut mir, meinem Weg, meiner Wahrheit und dem Leben, das ich euch nahegebracht habe. Lasst euch darauf ein. Versucht nicht, mich zu fassen, zu begreifen, mich irgendwie festzuhalten, sondern lasst mich meinen Weg gehen und betrachtet diesen Weg, denn dieser Weg ist ein Weg des Lebens. Der berühmte tschechische katholische Theologe Tomáš Halík hat ein wunderbares Buch geschrieben, Geduld mit Gott. Er hat sich über Jahrzehnte hinweg verdient gemacht im Gespräch mit Atheismus in Tschechien und auch in der ökumenischen Bewegung. Und er hat gesagt, wir Menschen werden Gott nie verstehen, wenn wir immer so ungeduldig sind, wenn wir ihn begreifen wollen, wenn wir ihn erfassen wollen. Ein Ratschlag für uns Christen heute, in der heutigen Zeit, ist, dass wir mehr Fragende werden, geduldig Suchende, Wege Nachgehende. Getreu dem, was Jesus mit diesem wunderbaren, aber auch erstaunlichen Satz sagt, ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohlgemerkt, Jesus sagt nicht, ich habe den Weg, ich habe die Wahrheit, ich habe das Leben, sondern er sagt, ich bin es. Er verweist auf sich selber als die Möglichkeit, wenn wir diesen Weg uns vergegenwärtigen und ihm versuchen nachzufolgen, zu Gott zu gelangen, zu Vertrauen finden, zum Glauben zu finden. Jesus verspricht, auf diesem Weg sich immer wieder neu zu schenken, uns Menschen im Wort, im Sakrament und im Glauben, aber auf Abstand, im Aufsehen zu Jesus Christus. Nicht Jesus Christus vereinnahmen für die eigenen Zwecke, nicht so sehr mit Jesus auf Du und Du, das gibt es ja auch häufig, sondern Aufsehen zu Jesus Christus, ihm nachfolgen, in ökumenischer Gemeinschaft derjenigen, die auf der Suche sind nach dem Weg, nach der Wahrheit und nach dem Leben. Lassen Sie uns so gemeinsam, womöglich in ökumenischer Verbundenheit, Wege suchen, nach Wegen fragen und dann auch Wege gemeinsam gehen, Wege, die herausführen aus der derzeitigen Krise und uns gegenseitig bestärken, in der Hoffnung, im Glauben, im Vertrauen darauf, dass wir einen haben, der uns vorausgeht. Jesus Christus, dem wir nachfolgen, dessen Weg wir vor Augen haben und dessen Verheißung eines ganz anderen und neuen Lebens wir Vertrauen schenken. Amen. Vertrauen rufen wir zu dir und bitten. Für alle, die einen neuen Weg suchen, für alle, die sich schwer tun, Altes zurückzulassen, für alle, die Mut finden, etwas zu wagen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die genau und liebevoll hinschauen, für alle, die gut überlegen, für alle, die beherzt handeln, Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Begegnung ermöglichen, für alle, die Beziehungen fördern, für alle, die Gemeinschaft stärken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die nicht genug zu leben haben, für alle, die mithelfen, die Not zu lindern, für alle, die Solidarität leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Christus suchen, für alle, die mit ihm gehen, für alle, die im Glauben an die Auferstehung zu dir gegangen sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gott, du liebst alle Menschen und willst uns allen nahe sein. Wir danken dir
und loben dich in Ewigkeit. Amen. Was mit Gewalt der Tod geraubt, gib jetzt den Unterwelt zurück, befreit aus der Gefangenschaft, soll Jesus die Erlösung schaffen. Gütiger Gott, durch die Feier des heiligen Mahles gewährst du uns Anteil an deiner göttlichen Natur. Gib, dass wir dich nicht nur als den einen wahren Gott erkennen, sondern unser ganzes Leben nach dir ausrichten. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erstanden. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir jetzt vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen, oder Herr, verkünden wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Gebhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, mit allen Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen, die du zu einem Dienst in deine Kirche berufen hast, und mit allen Menschen, die dich mit gläubigem Herzen suchen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, an die wir heute Morgen besonders denken, auf in dein Reich des Lichtes und des Friedens, wo sie dich schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Martin, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Jesus Christus ist unser Weg, unsere Wahrheit und unser Leben. Mit seinen Worten lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und du schenkst uns Versöhnung, deshalb bitten wir dich. Schau nicht auf so viel Unheil, Verwirrung, Unsicherheit und Angst unserer Welt und Zeit, sondern schau vielmehr auf unsere Sehnsucht nach dir, schau auf unseren Glauben und schenke uns und allen Menschen dieser Welt Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn, er sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Genau. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, uns deinen Frieden. Seht, hier in unserer Mitte ist Jesus Christus, der Auferstandene, der in diese Welt gekommen ist, damit wir alle das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So spricht der Herr, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Halleluja. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Leib und Seele gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen vor dir lieben. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Sie haben es vorher gehört von Herrn Pfarrer Heinzelmann. Wir konnten Herrn Dekan Krack nicht mit Handschlag begrüßen, vielleicht mit einer kleinen Flasche Wein in der Hand, mit einem Gruß, mit einem herzlichen Willkommen hier bei uns in Biberach. Ich habe es getan, unmittelbar nach seinem Einzug, durfte ihn an seinem Dienstsitz und Wohnsitz begrüßen. Er wohnt wunderschön, hat sich schon auch eingerichtet. Natürlich gibt es immer noch ein paar Kisten, die ausgepackt werden müssen. Die Pfarrer haben einen furchtbaren Nachteil, die haben viel zu viele Bücher. Aber irgendwie gehört es dazu. Ich hatte letztes Jahr die Erfahrung, meine vielen Bücherkisten auszupacken. Ich habe ihn besucht, habe ihn willkommen geheißen, habe mich gefreut, dass er da ist. Es ist keine einfache Zeit, in so einer Corona-Krise in einer Stadt anzukommen, wo man mehr auf Isolation aus ist als auf Begegnung. Dennoch konnte Dekan Krack die einen oder anderen Menschen bereits kennenlernen und wir werden ja irgendwann auch einmal dann die Investitur nachfeiern und nachholen. Wir auf jeden Fall wünschen Ihnen, lieber Dekan Krack, bei uns hier in Biberach und auch mit unseren katholischen Gemeinden einen guten Weg, viele gute Erfahrungen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Es gibt keinen Handschlag jetzt, aber von uns wenigstens einen Blumenstrauß. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Ja, und heute gilt natürlich der Gruß auch unseren lieben Müttern. Was wäre man ohne Mama? Heute ist Muttertag. Allen Müttern einen wunderschönen Tag. Vielleicht habt ihr, liebe Kinder, euren Eltern oder euren Müttern schon etwas Gutes getan. Schönes Bild gemalt. Vielleicht einmal die Spülmaschine ausgeräumt, die man sonst nicht ausräumt. Oder das Kinderzimmer aufgeräumt. Oder einfach nur gesagt, Mama, ich liebe dich. Schön, dass es dich gibt. Das tut er bitte heute noch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Allen Müttern vielen Dank, Gottes Segen, dass es sie gibt. Ja, ich darf ganz herzlichen Dank sagen für diesen schönen Willkommensgruß. Das war jetzt noch eine Überraschung. Und ich sage auch Stadtpfarrer Ruf nochmal herzlichen Dank für diesen spontanen Besuch gleich nach meinem Einzug. Und die Grüße von der katholischen Kirchengemeinde. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, eigentlich wäre heute Nachmittag meine feierliche Investitur hier in der Kirche gefeiert worden. Die Kirche wäre wahrscheinlich bis auf den letzten Platz voll gewesen. Jetzt ist sie auch bis auf den letzten Platz gefüllt, allerdings auf den letzten erlaubten Platz. Nur 50 Personen durften kommen und der Gesang ist verstummt, aber ich freue mich und teile die Freude mit meinen Kolleginnen und mit meinem Kollegen, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können und die Gemeinschaft mit Jesus Christus erleben dürfen. Der katholischen Kirchengemeinde erbiete ich meinen herzlichsten Gruß.
seien sie Gott befohlen. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus der Dunkelheit befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja.